Der Edit-Mode in Blender ist wohl das wichtigste Mittel, was wir haben, um Objekte zu bearbeiten, aber auch wohl mit eins der kompliziertesten. Umso wichtiger ist es, dass ich euch jetzt ein bisschen zeige, wie wir ganz, ganz einfach Schritt für Schritt mit dem Edit-Mode uns näher einem komplizierten Objekt nähern. Ja, was gibt's groß zum Edit-Mode zu sagen? Er bearbeitet ein Objekt im Detail. Das heißt, wie wir schon gelernt haben, können wir im 3D-View die Kamera auswählen mit der rechten Maustaste, unsere Lampe oder auch unseren Würfel. Wenn wir aber einen Würfel im Detail bearbeiten wollen und daraus meinetwegen eine Eisenbahnschiene oder irgendetwas anderes bauen wollen, dann müssen wir in den Edit-Mode gehen, um ihn zu bearbeiten. Das könnt ihr normalerweise hier unten über die ganzen Modis regeln. Das heißt einfach auf, man ist ja normalerweise im Object-Mode, auf Edit-Mode wechseln. Oder ihr macht es, das ist mein Tipp an euch, euch das einfach anzugewöhnen mit der Taste Tab. Mit Tab kann man ganz, ganz schnell zwischen Edit Mode und Object Mode wechseln und so ist man wesentlich schneller unterwegs, wenn man Objekte einfach mal schnell bearbeiten möchte und nicht immer extra hier unten raufklicken möchte. Denn irgendwann werdet ihr feststellen, dass es echt eine Zeitfrage ist, gerade wenn man schnell modellieren möchte, was irgendwann für euch, denke ich mal, auch selbstverständlich sein wird. Gut, jetzt aber zum Edit Mode. Die wichtigste Funktion im Edit-Mode ist erstmal, wie wir es auch schon kennen, oder die wichtigsten Funktionen sind erstmal G zum Verschieben, R zum Rotieren und S zum Skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt G bei diesem Punkt drücke, kann ich diesen Punkt verschieben. Auswählen kann ich die Punkte übrigens genauso wie alle anderen Objekte auch mit der rechten Maustaste. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr hier unten in der Ecke sehen, was ich gerade drücke. Und falls es euch zu schnell geht, einfach nochmal im Video zurückspulen, um genau zu sehen, welche Taste ich benutzt habe. Im Blender sind verschiedene Sachen wichtig. Einerseits ist es die Auswahl. Das ist unser erster Schritt und um uns einiges zu erleichtern, brauchen wir eine gute Auswahl, um viele Objekte möglichst schnell und ja, einfach auswählen zu können. Ein gutes Beispiel dazu ist zum Beispiel das Fußball-Tutorial, in dem man mit dem Selecting-Tool einiges an Zeit spart. Also wirklich, wenn nicht mehr als das Dreifache oder Vierfache an Zeit. Wenn man jede Fläche einzeln auswählen müsste, wäre das ein Horror. Ein paar möchte ich euch jetzt aber auch zeigen. Und zwar ist das zum einen die Shift-Taste, um mehrere Objekte gleichzeitig auswählen zu können. Wenn ich Shift gedrückt halte und all diese Punkte berühre, kann ich sie über die Pfeiltaste meinetwegen nach oben oder unten verschieben. Oder ich würde mir an eurer Stelle gleich angewöhnen, die Taste G benutzen und dann mit G danach die Eingabe Z für die Z-Achse. Ihr müsst nur drücken, nicht gedrückt halten und könnt dann verschieben. Oder meinetwegen Y, je nachdem, was ihr machen wollt. Ihr könnt genau das gleiche auch mit dem Rotieren machen. Heißt, ihr drückt R, meinetwegen über die X-Achse und könnt euer Objekt rotieren. Was auch ganz hilfreich ist, ist die Skalierfunktion, um Objekte zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Bei einer Fläche bietet sich das an. Ein Punkt, egal ob ich S drücke oder nicht, kann ich nicht kleiner oder größer skalieren. Eine Fläche schon. Apropos Fläche. Wenn ich hier an einem Würfel sechs Flächen habe, möchte ich nicht immer jede vier Ecken auswählen, die sich um eine Fläche befinden, um die ganze Fläche auswählen zu können. Das könnte ich hier unten über diese Funktion machen. Heißt also, wir können hier die Punkte auswählen, dann können wir hier die Kanten auswählen und hier die Flächen. Wenn wir auf Flächen klicken, sehen wir, haben wir solche kleinen Punkte in der Mitte. Und wenn wir in die Nähe dieser Punkte klicken, können wir unsere Flächen selektieren. Aber um wieder darauf zurückzukommen, aufs Skalieren mit der Taste S, ich drücke einfach mal S, dann sehen wir, können unsere Fläche vergrößern oder verkleinern. Wir können sie, wenn wir danach Y drücken, über die Y-Achse vergrößern oder verkleinern. Und wenn wir X drücken, meinetwegen auch über die X-Achse. Z geht nicht, denn eine Fläche hat keine Tiefe, sondern ist wirklich eigentlich zweidimensional, wenn man sie nicht in einem dreidimensionalen Raum darstellt. Und deswegen geht über die Z-Achse skalieren in diesem Moment nicht. Was noch ganz wichtig ist, ist natürlich, wenn ihr euch nicht die Tastenkombination angewöhnen wollt, hier unten dieses Auswahlfeld. Wenn ihr da meinetwegen auf diesen halben Bogen klickt, könnt ihr damit, indem ihr linke Maustaste drückt, euer Objekt auch rotieren. Jeweils X, Y und Z, blau Z, grün Y und rot X. Falls ihr da mal Fragen habt, könnt ihr auch hier unten schauen. Da seht ihr immer die Achsenbezeichnung und die Richtung, in die die Achse zeigt. Oder wir haben hier
in diesem Toroid auch noch die Möglichkeit, am weißen Ring zu drehen, um das Objekt entlang des Views, also wie man guckt, zu drehen. Das heißt, die Achse befindet sich jetzt sozusagen durch den Flächenmittelpunkt ins Auge unserer Kamera, was hier alles beobachtet. Und um diese Achse würden wir dann das ganze Objekt drehen. Wir sehen ja auch, ja, genau, es würde sich einfach um den Mittelpunkt drehen. Wenn ihr einfach R drückt, ohne diesen Kreis, dann passiert das Gleiche auch. Und wenn ihr halt danach die Eingaben macht, meinetwegen Y, und dann die Eingabe wie 4 Grad, meinetwegen 90 Grad, dann könnt ihr das damit machen. Gut, es ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, ein bisschen seltsam, wenn wir einen Würfel so komisch bearbeiten. Deswegen möchte ich euch jetzt anhand ein paar Tools, auch hier diese Leiste, die wir im Edit-Mode haben, die verändert sich ja, da haben wir jede Menge Funktionen, da gehe ich gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Ja, das werde ich euch in einem kleinen Beispiel zeigen, und zwar indem wir eine kleine Schiene in Blender modellieren. Geht eigentlich ganz einfach, gehört nicht sehr viel zu, recht praktisch für den Anfang. Wenn euch mal passiert, dass dieser 3D-Punkt oder 3D-Cursor in der Mitte verschoben wird, wo wir mit Shift A neue Objekte hinzufügen können, heißt also, die kommen ja dann immer an dem Punkt ins Leben, wo sich unser 3D-Cursor befindet. Wenn ihr den wieder in der Mitte haben wollt, dann könnt ihr das allgemein über die Funktion oder Tastenkombination Shift S machen und dann Cursor to Center und habt ihn wieder zum Mittelpunkt gesetzt. Oder falls ihr nicht so gut in Tastenkombinationen seid, könnt ihr hier im Display auch auf 3D-Cursor Location gehen. Ihr seht, wenn ich den wegklicke mit der linken Maustaste, verändern sich diese Werte. Wenn ich das auf 0 setze, kann ich den 3D-Cursor auch wieder in die Mitte bringen. Gut. Wenn ich an diesem Punkt jetzt einfach mal einen Würfel einfüge und mit der Tab-Taste im Edit-Mode, in den Edit-Mode gehe, verschiebe ich den einfach mal entweder mit den Pfeiltasten. Übrigens ist das hier zum Skalieren gedacht. Heißt also, wenn ich hier dran ziehe, können wir den Würfel skalieren. Mit STRGZ mache ich kurz rückgängig. Aber ich verschiebe den Würfel einfach einmal über die Z-Achse nach oben. Ach nee, nicht skalieren, sondern G zum Verschieben über die Z-Achse nach oben. Und nicht irgendwie, sondern wenn ich STRG drücke, ist unser Würfel an diesem Raster orientiert. Und also STRG muss man in dem Moment dann gedrückt halten. Und zwar sage ich mal nach hier, sodass der Würfel genau auf dem Raster steht. Jetzt mache ich einfach mal ein Loop Cut and Slide, so heißt diese Funktion hier. Damit kann man Kanten erstellen, die den Verlauf der Flächen entlang laufen. Das heißt, wenn ich einen Loop Cut and Slide mache und einfach ohne irgendwas zu drücken über unser Objekt drüber gehe, dann sehen wir diese komischen lilanen Linien, mit denen man solche neuen Kanten hinzufügen kann, die sich um ein ganzes Objekt herumziehen. Wenn ich hier einfach mal in die Mitte klicke und jetzt nichts mehr klicke und einfach mit der Maus verschiebe, könnten wir diese Kante hin und her bewegen. Da ich die aber genau in der Mitte haben will, drücke ich jetzt die rechte Maustaste, um sie in der Mitte zu behalten. Ich gehe einfach mal mit Z in den Wireframe-Modus, um durch unser Objekt hindurch gucken zu können, und gehe in den Front View. Und wir sehen schon, das Objekt wird etwas verzerrt, wie in einer Perspektive. Das ist typisch für den Standard-View im Blender. Wenn wir uns aber so gar nicht ganz mittig befinden, wird das Auswählen, meinetwegen von dieser Hälfte, ziemlich schwer, wenn wir alles auswählen wollen, was sich rechts von dieser Kante befindet, weil sich andere Flächen noch überlappen. Und dafür gibt es im Blender den orthografischen View. Wenn wir auf View klicken, können wir auf View Pers Ortho klicken und kommen damit in den orthografischen View. Wenn ihr ein Numpad besitzt, könnt ihr das auch normalerweise mit der Tastenkombination mit der 5 auf dem Numpad machen. Wenn ich das mache, seht ihr, ist unser Objekt wirklich zentriert, egal wo wir uns befinden, und auch im 3D-View sieht es anders aus, so wie man sozusagen im Mathematikunterricht zeichnet, denn wir haben keine Perspektive in unserem ganzen Bild. Gut, ich gehe in den Front View, gehe mal in unseren Punktselektiermodus und mit der Tastenkombination B kann ich jetzt eine ganze Fläche selektieren. Wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte und hier rüberziehe, haben wir mehrere Punkte gleichzeitig ausgewählt. Das geht aber auch nur, wenn wir uns im Transparentmodus befinden, mit Z. Wenn wir uns dort nicht befinden, ich gehe mal kurz wieder, oh, Entschuldigung, in den Front View. Wenn wir uns dort nicht befinden und mit B hier rüberziehen, selektiert er nur alle Punkte, die sichtbar sind. Alle dahinterliegenden wählt er dann nicht aus.
Wenn ihr nicht unbedingt in diesen durchsichtigen Modus wollt, trotzdem aber auch die hinteren auswählen wollt, könnt ihr auch so eine Art transparenten Modus auswählen, indem ihr hier unten auf dieses Symbol klickt, wodurch ihr dann auch im nicht transparenten Modus in eure Objekte reingucken könnt. Wenn ich jetzt wieder auf den Front-Modus gehe und B drücke, kann ich mehrere Punkte gleichzeitig auswählen und wir sehen, Blender wählt alle gleichzeitig aus. Nun gibt es die Tastenkombination X, um Objekte zu entfernen und genau die drücken wir jetzt auch. Und zwar klicken wir auf Vertices, da wir ja Punkte ausgewählt haben, wollen wir auch diese Punkte entfernen. Vertices ist dafür Vertices, nicht Vertices, ist dafür das englische Wort und damit Entschuldigung, nein, wir wollen nicht die Vertices entfernen, sondern wenn wir mal auf die Flächen klicken, sehen wir unsere Flächen und genau diese wollen wir entfernen. Da diese Flächen hier drüben ja auch an diese Punkte gebunden sind, entfernen wir nur die Flächen, sodass wir diese Hälfte übrig haben. Und jetzt gibt es im Blender gewisse Modifier. Die sind dazu da, Objekte zu verändern und ja, vom Äußerlichen zu verändern, ohne dabei den Edit-Mode benutzen zu müssen. Und unserem ganzen Objekt gebe ich jetzt einen Modifier, und zwar den Mirror-Modifier. Wenn ihr zu Modifiern Fragen habt, guckt einfach einmal in unsere Modifier-Übersicht. Da findet ihr alle Funktionen und Tipps zu den ganzen Modifiern, die es hier im Blender gibt. Wir werden zwar auch öfters in Tutorials auf welche eingehen, aber falls ihr Fragen habt, schaut einfach einmal rein. Wenn ich jetzt in den Front View gehe und meinetwegen an dieser Ecke ziehe, dann sehen wir, wird auch gleichzeitig die andere Ecke gezogen. Wenn ich an dieser Ecke ziehe, achso, oder sagen wir mal, ich will mal mit Shift beide aus, an diesen beiden Ecken, sehen wir, wir hätten eine Lücke zwischen unseren Objekten. Um sowas zu vermeiden, gibt es im Mirror Modifier die Funktion Clipping. Wenn ich jetzt versuche, diese Punkte zu verschieben, kann ich sie aus einer Höhe und über die Y-Achse nicht verschieben, denn sie haften sozusagen aneinander, kleben fest und dafür ist diese Funktion Clipping nötig. Gut, um wieder auf unsere Schiene zurückzukommen, wählen wir einfach einmal alles aus und skalieren das einfach einmal nach unten. Wir wollen aber alles flach skalieren und dann nach außen skalieren, wie eine Schiene sozusagen ist. Erstmal dieses Mittelteil, was flach ist. Ein Stück der Schiene. Um das zu machen, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir wählen unsere Fläche hier oben aus, verschieben die entweder hier mit den Pfeilen oder mit G und Z über die Z-Achse, oder ihr skaliert das Ganze. Und zwar skalieren über die Z-Achse. Wenn ihr aber das ganze Objekt auswählt und über die Z-Achse skaliert, sehen wir, es steht nicht mehr auf unserer Grundfläche. Und gerade für diesen Fall gibt es im Blender verschiedene Möglichkeiten, zu skalieren oder zu verschieben oder zu rotieren. Normalerweise berechnet Blender nämlich aus all den ausgewählten Objekten einen Mittelpunkt, um den sich alles abspielt. Heißt also, wenn ich jetzt rotiere, rotieren sich all diese Objekte um diesen Mittelpunkt von diesen ganzen ausgewählten Flächen. Wenn ich skaliere, tut Blender das zu diesem Punkt oder von diesem Punkt weg hin. Man kann aber zum Beispiel auch, wenn ich hier unten raufklicke, auf dieses Feld, auf Active Element klicken, um dann meinetwegen die untere Fläche auszuwählen, womit sie in dem Moment die aktive Fläche ist, die zuletzt ausgewählt, und könnten jetzt über diese Fläche skalieren. Das heißt, mit dieser Funktion können wir diesen Mittelpunkt, den Pivot Point, verändern. Wenn wir jetzt über die Z-Achse skalieren, kommen wir auch so zu dem gleichen Ergebnis, als hätten wir die obere Fläche einfach runter verschoben. Hierbei gibt es auch noch die Funktion Individual Origins. Das ist zum Beispiel recht wichtig. Wenn wir jedes Objekt einzeln skalieren wollen, meinetwegen drücke ich mal kurz Alt-E, ich erkläre euch gleich, was es ist. Dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. So, nun hätten wir hier Flächen raus extrudiert, ich erkläre euch gleich, was es ist. Und mit dieser Funktion Individual Origins könnte ich jetzt jede dieser Fläche einzeln für sich skalieren. Wenn wir hier wieder diesen Median Point drin hätten, würde Blender alle zur Mitte skalieren und dann nach außen und mit Individual Origins halt jede Fläche für sich. Das macht einen großen Unterschied. Und 3D-Cursor ist auch manchmal ganz praktisch, wodurch wir mit der linken Maustaste uns in 3D-Cursor versetzen können. Und um den würde in diesem Fall dann alles rotiert bzw. verschoben oder skaliert werden. Gut, ich mache das mal kurz rückgängig. Genau, bis zu diesem Punkt. Und was habe ich eben gedrückt? E zum Extrudieren. E ist eine ganz, ganz wichtige Tastenkombination, die viertwichtigste nach Skalieren, Rotieren und Verschieben. Ich bringe mal kurz, gehe ich mal kurz wieder auf Medium Point,
Nehme mal kurz unsere Pfeiltasten und verschiebe das wieder nach unten. Und jetzt extrudieren wir einfach einmal diese Fläche hier mit der Taste E. Und ihr seht schon, was passiert. Es wird ein neues Abteil hinzugefügt. Wenn wir diese Fläche hier oben wieder extrudieren würden und diese hier auch wieder und die auch wieder und die auch wieder, sehen wir, wir können damit wilde Formen erstellen. Und extrudieren ist etwas ganz Wichtiges, um unser Objekt zu erweitern. Wenn wir hier wieder Loop Cut and Slide machen würden, können wir die Funktion von Loop Cut and Slide nochmal sehr gut sehen. Und zwar, dass sich der Loop Cut dann immer um das gesamte Objekt zieht. Das geht nicht, wenn man dazwischen mal ein Dreieck hat oder ein N-Gon. N-Gon ist eine neue Funktion seit Blender 2.63, seit B-Mesh Modeling. Das zeige ich euch auch noch gleich. Und ja, wir könnten jetzt meinetwegen hier einen Loop Cut and Slide setzen, den wieder verschieben und hätten halt hier neue Kanten hinzugefügt. Ich mache das alles mal rückgängig bis zu dem Punkt, wo wir hier waren. Und ich verschiebe diese Fläche einfach mal noch ein bisschen weiter nach außen. Meinetwegen, ja, kann ruhig noch ein bisschen. Etwa so. Ich denke mal, das reicht. Noch ein bisschen. So, gut. Und jetzt extrudiere ich die wieder. Und zwar über die X-Achse oder die lokale Z-Achse, je nachdem wie man das sieht. Lokal und global ist auch noch ein großer Unterschied. Ist aber eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, wenn ich meinetwegen diese Fläche mal ein bisschen rotiert habe. So. Und ich möchte diese Fläche jetzt verschieben. Und zwar nicht nach oben oder nach links oder nach rechts, so wie man das weltweit, ja, was heißt weltweit, global bedeutet ja in der Welt an sich tun würde, sondern ich möchte sie entlang ihrer Normals, ihrer Ausrichtung verschieben. Dann kann ich hier auf Normal klicken und wir sehen, unser 3D-Cursor hat so ein bisschen die Rotation geändert. Und jetzt könnten wir sie entlang ihrer Normals verschieben. Aber das ist nur in seltensten Fällen wirklich nötig. Ich benutze meistens Global und komme damit sehr gut zurecht. Gut, ich mache das mal wieder rückgängig. Zack. Und was machen wir als nächstes? Um unsere Schiene zu erstellen, brauchen wir jetzt die Schiene, auf der die Bahn eigentlich fährt. Dazu extrudieren wir einfach einmal diese Fläche hier nach oben, etwa so hoch. Das müsste reichen. Vielleicht noch ein bisschen höher. Und machen jetzt mal einen Loop Cut and Slide hinzu. Ich gehe mal kurz auf den Front View. Wenn wir jetzt einfach mal in den Front View gehen, dann können wir uns ja mal so eine Schienenform vorstellen. Und zwar hat eine Schiene ja so eine T-Form und geht dann wieder so. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. So sieht eine Schiene aus. Etwa. Meine Zeichenkünste sind mit diesem komischen Grease Pencil und der Maus gar nicht so einfach. Nur einmal, dass ihr so eine Vorstellung habt, wie wir jetzt dieses T erstellen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar nehmen wir uns einfach Loop Cut and Slides. Wir klicken da mal rauf, gehen mal hier rüber mit unserer Maus und rotieren jetzt mal das Mausrad. Und wir sehen, damit können wir verschiedene Loop Cuts, mehrere Loop Cut and Slides gleichzeitig hinzufügen. Ich drücke mal kurz die rechte Maustaste, um diesen Vorgang abzubrechen. Und wir überlegen einmal, wie viele wir brauchen. Wir wollen einmal diese Schräge hier hinbekommen. Das heißt, wir verschieben unsere, na, ach nee, wir skalieren unsere Fläche hier oben einfach einmal ein bisschen zur Mitte. Das bedeutet, wir brauchen spätestens hier einen Loop Cut. Dann brauchen wir hier einen Loop Cut. Wir brauchen hier einen Loop Cut und hier einen Loop Cut. Denn ein T-Stück geht meistens nicht senkrecht oder waagerecht vollkommen schräg nach da, sondern leicht nach schräg nach unten gewölbt. Heißt also, wenn man sich das vorstellt, etwa so. Das bedeutet, wir bräuchten sowohl hier einen Loop Cut als auch hier. Und das gleiche hier unten auch. Wenn das leicht nach unten schräg verläuft, bräuchten wir hier einen Loop Cut und hier auch einen. Das macht für uns also 1, 2, 3, 4, 5 Loop Cuts. Und genau das machen wir jetzt. Wir nehmen uns unseren Loop Cut ins Slide, drehen jetzt so lange, bis wir 5 Loop Cuts haben. 2, 3, 4, 5. Gut. Ich entferne mal kurz den Grease Pencil, dass der uns nicht irritiert. Und jetzt nehmen wir uns einfach einmal den oberen Loop Cut. Und zwar könnten wir entweder den Weg wählen und jede dieser Flächen mit Shift 1 und aus, Kanten mit Shift 1 und auswählen. Oder wir drücken einfach Alt, um einen gesamten Loop Cut auszuwählen, eine ganze Linie, die irgendwo rumverläuft. Und den verschieben wir jetzt mal nach oben, etwa dahin.
Wenn wir jetzt unsere Fläche auswählen, können wir die hier oben skalieren, so ein bisschen, um unser T-Stück zu bekommen. Ganz wichtig, eine Schiene verläuft, in unserem Fall jetzt über die Y-Achse, immer weiter. Das heißt, wir würden eine Schiene niemals so skalieren. Ein Querschnitt von einer Schiene sieht nämlich auch nicht so aus, sondern immer so, so über die X-Achse skaliert. Ganz, ganz wichtig. Vergesst das nicht, wenn ihr meinetwegen hier im Front View seid, dann fällt man gerne drauf rein, denn von hier aus sieht es fast dasselbe aus, ob ich so skaliere oder ob ich mit X skaliere. Aber denkt dran, X zu drücken. Und auch ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man vergisst, die hinteren Objekte auszuwählen. Das ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier einen Loop Cut auswähle und im Front View bin, eine Quatsch, eine Kante, und meinetwegen diese Kante hier nehme und die nach oben verschiebe, wundern sich manchmal, warum ist denn auf einmal eine Kante da hinten? Und wenn ich jetzt skaliere, dann sieht es erst recht komisch aus. Das hängt damit zusammen, da sie dann nicht alle Kanten, die dahinter liegen, ausgewählt haben. Das heißt, entweder ihr drückt Alt und wählt alle aus, oder ihr seid meinetwegen im Front View. Achso, und übrigens, ich rede sofort weiter, aber wenn ihr jetzt eine ausgewählt habt und ihr wollt die nicht mehr ausgewählt haben, könnt ihr A drücken. Mit A könnt ihr alles im Objekt deselektieren oder nochmal A, dann könnt ihr alles auswählen. Ich drücke also A, dann habe ich nichts ausgewählt. Und jetzt drücke ich einfach B und ziehe hier rüber, sodass ich alle Flächen, alle Kanten, die hier hinter liegen und die hier vorne liegt, ausgewählt habe. Und die verschiebe ich jetzt auch wieder etwas nach oben, etwa hier hin. Die nächste Kante wähle ich einfach mal mit Alt aus. Verschiebe sie jetzt etwa nach hier. Skaliere sie wieder etwas über die X-Achse. Etwa so. Nehme mit Alt auch wieder diese Kante. Skaliere sie etwas über die X-Achse. Verschiebe sie noch etwas nach unten. Und ganz einfach fertig ist unser T-Stück. Wer möchte, kann das Ganze noch ein bisschen nach oben verschieben, indem wir meinetwegen einfach in den Front View gehen, uns mit B alle diese Kanten auswählen und noch ein bisschen nach oben ziehen, um das T-Stück etwas zu erweitern, um das nicht so flach aussehen zu lassen. Und ich extrudiere diese Fläche hier noch einmal ein bisschen. So. Denn eine Schiene geht ja meistens auch noch etwas weiter nach außen. Gut. Jetzt können wir mit Shift entweder alle diese ganzen Flächen hier auswählen oder wir drücken auch hier einfach Alt, um alle zusammenhängenden auszuwählen und könnten jetzt mit B und gedrücktem Mausrad alle anderen wieder deselektieren, sodass wir die mittleren haben. Wie gesagt, Selecting in Blender ist was ganz, ganz Wichtiges, womit man schnell arbeitet. Es gibt, ich würde jetzt. Ich hätte es aus Schnelligkeitsgründen her einfach so gemacht, dass ich hier den Transparentmodus ausgeschaltet hätte, wäre in den Backview gegangen, hätte hier mit B in der Mitte einmal rübergezogen und hätte dann alle ausgewählt. Ihr könnt es auch nicht nur mit B machen, sondern auch mit C. Bei C habt ihr so einen kleinen runden Kreis um euren Cursor. Wenn ihr mit dem Mausrad dreht, könnt ihr den verändern von der Größe. Und wenn ihr jetzt mit linker Maustaste zieht, könnt ihr damit mehrere Objekte auswählen. Und wenn ihr mittleres Mausrad drückt, dann könnt ihr damit Objekte deselektieren. Gut, ich wähle die aber einfach einmal alle aus. Bleib im Edit-Mode natürlich. Und extrudiere die mal. Etwa so weit. Und noch ein bisschen. Sagen wir mal so. Etwa. Gut. Und was machen wir jetzt noch? Jede Schiene, wenn wir mal ein Reference-Foto uns im Internet angucken würden, hat hier so gewisse Sachen, wo sie festgemacht ist. Meinetwegen eine Mutter oder so ein paar Schläuche, weiß ich was. Und genau das modellieren wir jetzt einmal ganz schnell. Ist gar nicht so schwer. Da ist eure Kreativität auch oft einfach frei im Lauf gelassen, indem wir jetzt hier auf das Objekt klicken. Shift S. Cursor to selected, heißt also, der Cursor wird an der selektierten Fläche hinzugefügt. Und jetzt fügen wir an dem Punkt, wo der Cursor ist, da, nämlich mit Shift A, einen neuen Würfel hinzu. Und den Würfel skalieren wir jetzt etwas. Ganz wichtig, alles im Edit-Mode. Skalieren wir auch etwas über die Z-Achse. Verschieben wir ein bisschen nach oben. Skalieren wir noch ein bisschen. Und wir wollen jetzt meinetwegen so skalieren, dass er über die Z-Achse die gleiche Höhe behält, aber XY skaliert wird und wir nicht XY einzeln skalieren wollen, sondern beides mit einmal. Dann können wir einfach Shift Z drücken, um Z auszuklammern und nur die beiden anderen zu skalieren. Okay, meinetwegen so. So, ich gehe mal kurz in den Front View. Und jetzt gibt es noch so ein paar coole Features, die man benutzen kann.
Wenn ich meinetwegen einen Zirkel hinzufüge oder auch meinetwegen irgendein anderes Objekt, haben wir meistens hier Einstellung zu dem jeweiligen Objekt. Das heißt, Vertices bedeutet, unser Kreis besteht jetzt aus 32 einzelnen Punkten. Das ist gerade, wenn man im Edit-Mode arbeitet, ab und zu ein bisschen viel. Das heißt, wir machen aus 32 einfach mal 16. Ganz wichtig, sobald ihr den auch nur ein kleines Stück bewegt habt, euren Ring hier. Warum macht er das jetzt nicht? Ach so, natürlich. Wenn ihr hier im Flächenselektiermodus seid und ihr habt an diesem Objekt gar keine Fläche, dann könnt ihr es auch nicht verschieben, skalieren etc. Ihr müsst also dann mindestens auf den Kantenselektiermodus gehen. Aber ihr seht, sobald ich das verschoben habe, sind unsere Einstellungen hier weg. Das heißt also, auch wenn ich jetzt rückgängig mache, finden wir sie nicht mehr wieder. Ihr müsst es also sofort machen, wenn ihr ein Objekt hinzugefügt habt. Gut, ich füge den Zirkel einfach nochmal neu hinzu und wähle einfach mal 16 Vertices aus. Das reicht vollkommen. So, nun gehe ich in den Front View. Skaliere die einfach mal so ein bisschen. Gehe mit Z in den Transparentmodus, um zu sehen, was ich mache. Sagen wir mal etwa so. Verschiebe die mal nach hier oben. Und nun gibt es im Blender so ein paar coole Funktionen, mit denen man sich das Leben um einiges vereinfachen kann. Ich setze mit der linken Maustaste einfach mal den Cursor hier hin und klicke jetzt auf Spin. Und damit schaffen wir es, unser Objekt zu rotieren. Es hat einen richtig coolen Vorteil, und zwar, dass wir sowas nicht alles einzeln raus extrudieren müssen und rotieren müssen, sondern dass wir es einfach um diesen Mittelpunkt drehen können. Ich mache mal kurz rückgängig. Wenn ich mich mit der Kameraansicht so schräg befunden hätte und jetzt auf Spin geklickt hätte, hätte Blender das Ganze vom View aus gemacht. Das macht Blender sowieso. Er spinnt oder Blender spinnt vom View aus, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ihr nicht ganz im Front View seid, dann spinnt Blender auch nicht gerade gleichmäßig, sondern so verzogen. Das bedeutet, wenn ihr im Front View seid oder im Side View, je nachdem, wie ihr spinnen wollt, dann könnt ihr es wirklich erst wirklich geradlinig und ordentlich machen. Gut, ich klicke einfach mal auf Spin. Und nun haben wir hier auch wieder die Einstellungen, die gehen, wie gesagt, nur direkt nachdem ihr dieses Tool benutzt habt. Degrees erhöhe ich einfach einmal. So ein kleines bisschen, bis die da eintaucht. Genau. Und mit der Step Size könntet ihr jetzt die einzelnen Unterteilungen verändern und höher machen. Brauchen wir aber in diesem Fall nicht. Wir lassen es mal bei 9. Man muss es nicht übertreiben. Gut, und wir sehen, wir haben so einen kleinen, genau so eine kleine, ja, irgendeinen kleinen Dynamikschlauch, Hydraulikschlauch hinzugefügt, der an der Schiene sitzt. Um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, kopiere ich einfach einmal den kleinen Kreis, den wir jetzt hier haben. Und jetzt gehe ich mal auf unseren lokalen Modus. Und ganz wichtig, wenn ich jetzt im Transparentmodus bin, seht ihr das? Ich drücke jetzt die Taste F. Wozu ist die wichtig? Mit F kann man aus verschiedenen Kanten eine Fläche berechnen. Das heißt, ich zeige euch das mal kurz. Wenn wir meinetwegen im Edit-Mode einen Zirkel haben, machen daraus mal drei Vertices nur. Ich verschiebe die mal so ein bisschen. Dann könnt ihr mit F diese Vertices füllen. STRGZ. Genau. Oder wenn ihr meinetwegen verschiedene Punkte erweitert habt, mit E zum Extrudieren, dann könnt ihr auch meinetwegen diese Punkte miteinander verbinden. Und indem ihr dann mehrere Punkte auswählt, könnt ihr mit F diese Punkte zu einer Fläche zusammenfassen. Seit Blender 2.6.3 gibt es jetzt die Möglichkeit, über Vierecke hinauszugehen. Es gibt also nicht nur Dreiecke und Vierecke, sondern es gibt auch N-Ecke. Ihr könnt also so viele Punkte auswählen, wie ihr wollt. Und wenn ihr nun F drückt, könnt ihr daraus eine Fläche machen. Ich würde euch aber immer raten, wenn möglich nur Dreiecke und Vierecke zu verwenden, da gerade für Blender fürs Berechnen Dreiecke und Vierecke wesentlich kompatibler sind als irgendwelche 5, 6, 7 oder 8 Ecke. Gut. Nur das einmal so zwischendurch, dass es da eine Funktion gibt, die heißt F. Gut. Wenn wir jetzt im Transparentmodus sind, ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt diese Fläche schon erstellt? Ich glaube, ich hatte sie schon erstellt. Genau. Indem wir Shift-D gedrückt hatten, haben wir ein Objekt dupliziert. Kann man sich auch merken. Heißt also, wenn wir Shift-D drücken, können wir unser Objekt duplizieren. Wenn wir E drücken, können wir es extrudieren. Wenn wir Shift-D drücken, duplizieren. Ganz wichtig zu merken, braucht man manchmal diese Funktion. So, ich mache es mal rückgängig. Ich weiß nicht, haben wir ihn jetzt doppelt? Nein, haben wir nicht. Gut. Ich überlege gerade, nein, wir machen es nicht so. Wir entfernen einmal ganz kurz
Diese Fläche, die wir erstellt haben, gehen einfach auf Face, um das zu entfernen. Oder nee, noch nicht. Wir drücken erstmal Shift S und sagen Cursor to Selected, damit er hier in der Mitte sitzt. Entfernen nun unsere Fläche mit X und können an dem Punkt jetzt einen neuen Zirkel hinzufügen und sagen wir mal, der hat jetzt 8 Ecken. Den skalieren wir ein bisschen kleiner. Achso, ich muss natürlich erst wieder meinetwegen die Punkte auswählen. Ein bisschen kleiner, ich gehe kurz aus dem Transparenzmodus raus. Verschiebe den jetzt ein bisschen nach oben, sodass er noch knapp darunter liegt. Bisschen zur Seite. E zum Extrudieren, über die Z-Achse, ganz wichtig, damit es auch alles gerade verläuft. Auch ganz wichtig, gewöhnt euch das immer an. Immer anzugeben, sowas wie X, Y, Z, genaue Maße, genaue Rotationszahlen. Denn gerade wenn ihr im View nicht genau im Front, Right, Left oder Backview seid, kann sich euer Objekt da ganz doof mit verzerren und ihr könnt euch einige Wege für spätere Modeling verschließen. Gut. Ich skaliere das Ganze mal ein bisschen. So. Und hier oben wähle ich mit Alt wieder diesen gesamten Ring aus und mit F kann ich ihn jetzt verbinden. Oder wir machen es anders. Ich gehe mal kurz rückgängig und drücke einfach einmal Alt F, womit ihr ein Objekt aus Dreiecken und Vierecken berechnen lassen könnt, sodass Blender keine N-Ecke hat. Wozu ist das wichtig? Ich stelle gerade fest, wir machen es nicht so, denn hier haben wir jetzt nicht noch einmal unseren Ring als einzelnes weiter innen liegend, sondern wir drücken E zum Extrudieren, skalieren das ein bisschen weiter nach innen mit S und extrudieren das wieder über die Z-Achse. Und jetzt drücken wir einfach einmal F, um die ganze Fläche zu schließen. Man kann das so machen, man kann aber auch das Ganze extrudieren. Wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, haben wir, wenn ich G drücke, Punkte über Punkte liegen. Das ist nie gut. Aber wenn ich jetzt W drücke, kommen wir in ein Menü, in dem wir ganz, ganz viele Auswahlmöglichkeiten zu unserem Objekt haben. Ich weiß, es sind viele Tastenkombinationen, aber wenn ihr euch das ab und zu mal anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass sie ganz hilfreich sind. Und in diesem Menü habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch die Funktion Merge. Merge ist immer dazu da, verschiedene Punkte oder verschiedene Flächen zusammenzuziehen und zu einem Punkt zu machen. Merge verbinden. Wenn ich darauf klicke, können wir auswählen, wo. Und wir wählen einfach einmal Add Center und er hätte nur alle diese Punkte am Zentrum zusammengeschweißt zu einem. Ganz einfach eigentlich, wenn man es dann verstanden hat. Gut. Ich würde jetzt gerne einfach nur einmal diese Mutter oder was es auch immer darstellen soll auswählen und möchte die jetzt so ein bisschen nach links verschieben, sodass unser ganzer, nennen wir es mal, Schlauch hier wirklich reingeht und nicht so halb davor hängt. Wie mache ich das? Ich könnte jetzt einfach in den Transparenzmodus gehen und jeden Punkt einzeln auswählen, ist aber eine Höllenarbeit. Ihr könnt deswegen einfach, wenn ihr mit der Maus auf dem Objekt seid, L drücken. Oh, jetzt war ich mit auf dem falschen Objekt, meinetwegen auf diesem Objekt sein und L drücken, um das gesamte Objekt auszuwählen. Ich gehe mal kurz wieder raus aus dem Transparenzmodus mit Z. Und wenn ihr jetzt das Objekt verschiebt, könnt ihr genau, das gesamte Objekt verschieben. Also L ist immer dazu da, einzelne Objekte im Edit-Mode zu selektieren. Denn im Edit-Mode hat man auch öfters mehrere Objekte. Es muss nicht immer nur ein Objekt sein. Wie ihr ja hier seht, wir haben ja sowohl dieses ganze Schienenteil als auch das, das und jetzt das. Gut. Wenn ich jetzt einmal hier diesen unteren Ring mit Alt auswähle, verschiebe ich ihn noch ein bisschen nach unten, dass hier nichts in der Luft hängt. Und dann denke ich mal, können wir das auch so für unsere Schiene lassen. Gut. Das eigentlich dazu. Eigentlich war es ja ziemlich komplex, was ich euch jetzt alles erklärt habe. Es gibt, wie gesagt, noch einige andere Funktionen im Edit Mode. Hier diese Funktion Knife ist auch ganz praktisch. Da könnt ihr mit der linken Maustaste einfach wie mit einem Messer über euer Objekt rüberziehen. Und wenn ihr jetzt die Enter drückt, seht ihr, habt ihr an diesem Punkt Punkte und Kanten hinzugefügt, wie ein Messer sozusagen. Auch da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Das könnt ihr hier unten in dieser Leiste lesen. Sowohl Spacebar, um nochmal neu an, genau, um das Ganze abzubrechen. Quatsch, nicht abzubrechen, zu bestätigen. Oder wenn ihr einen Cut gemacht habt, meinetwegen so, mit E einen neuen Cut ansetzen, all solche Sachen. Oder mit, ich überlege gerade, was hier noch ist, achso, mit C, genau einem gewissen Grad oder einem gewissen Angle folgen. Oder mit Z durch das ganze Objekt durchzuschneiden. Das seht ihr dann hier theoretisch genau, dass das auch auf der anderen Seite durchgeschnitten hat. Also, was könnt ihr mit dem Knife-Tool machen?
ganz hilfreich ab und zu, ist jetzt neu dazu gekommen durch unser B-Mesh Modeling mit mehreren Punkten, mit N-Gons, mit mehrflächigen, also mit genau N-Ecken. Ja, das ist eigentlich dazu. Weitere Funktionen kommen dann immer mal nach und nach in Tutorials. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Setzt einen Kommi drunter und falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine Mail oder Ideen, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge. Und dann bis zum nächsten Tutorial.